Blumen für die Berliner Wahlsiegerin Franziska Giffey, voraussichtlich die künftige regierende Bürgermeisterin. Aber mit welcher Partei will sie regieren? Wir werden in den Gremien besprechen, was funktionieren kann, wie wir die möglichst großen Schnittmengen haben mit dem Programm, das wir als Sozialdemokraten in Berlin beschlossen haben. Dann brachte sie eine Ampelkoalition ins Spiel, also SPD, Grüne, FDP. Bisher regiert in Berlin Rot-Rot-Grün. Die Grünen in Berlin jedenfalls werben um eine weitere Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten. Wir sind bereit zu reden, wie wir eine stabile ökosoziale Koalition in Berlin bilden können. Eine stabile Regierung, die Zukunftsthemen dieser Stadt angeht, wird es nur mit Grünen geben können. Ein Thema für die Koalitionsverhandlungen auf jeden Fall: der Volksentscheid zur Enteignung von großen Immobilienkonzernen. Eine Mehrheit hat dafür gestimmt. Das Votum heißt auch, wir Berlinerinnen wollen die Überführung von unseren Wohnungen in Gemeineigentum. Wir wollen, dass damit keine Profite mehr gemacht werden. Der Entscheid ist zwar rechtlich nicht bindend, dennoch wollen SPD und Grüne das Votum prüfen und über einen entsprechenden Gesetzentwurf nachdenken, kündigten sie an. Und auch der an pannenreiche Verlauf der Berliner Wahlen sorgt für Gesprächsstoff. Lange Warteschlangen, es wurde weit nach 18 Uhr noch gewählt, manche konnten gar nicht wählen, Stimmzettel landeten im falschen Bezirk, um die 100 Wahllokale hatten offenbar Probleme. Gleich 4 Abstimmungen auf einmal: Bundestag, Abgeordnetenhaus, Bezirksparlament, Volksentscheid. Es war wohl einfach zu viel. Es war sicherlich eine Situation, die an Überforderung grenzte. Eine Anfechtung der Wahl sei aber erst nach einem amtlichen Endergebnis möglich.